aus Hollywood in die Mitte Europas, zu Tianhua Yang. Wie wurde sie zu einer der besten Geigerinnen, obwohl sie eigentlich Klavier spielen sollte? Tianhua Yang spielt mit Orchestern rund um den Globus. Die Weltklasse-Geigerin ist immer dem Geheimnis der Musik auf der Spur. Ich glaube, Musik ist eben auch deshalb so schön und es bleibt auch rätselhaft, weil man eben das nicht beschreiben kann, was eine gute Musik uns für schöne Gefühle gibt. Gerade nimmt sie in Berlin eine CD auf. Johannes Brahms Doppelkonzert. Gemeinsam mit dem Deutschen Symphonieorchester und dem Cellisten Gabriel Schwabe. Ihr Terminkalender ist eng getaktet. Sie ist ständig unterwegs. In Zügen und Flugzeugen bereitet sie sich auf ihre Konzerte vor, liest und verinnerlicht die Partituren. 2014 und 2015 wurde Tianhua Yang mit einem der renommiertesten Musikpreise ausgezeichnet, dem Echo Classic. Erst als beste Nachwuchskünstlerin, dann als beste Instrumentalistin. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich auch gleich zweimal hintereinander sozusagen den Echo Classic Preis bekommen habe. Das war sicher eine große Ehre und auch eine sehr gute Motivation für mich natürlich auch weiter so zu machen. Eine Geigerin aus Peking in der Mitte Europas. Seit 5 Jahren lebt Tianhua Yang jetzt im eher beschaulichen Kassel. Wahlheimat und Stützpunkt zwischen Auftritten in der ganzen Welt. Ein abenteuerliches Leben. Aber ich glaube, als Musiker hat man das auch im Blut. Denn Musik an sich ist eine Art von Abenteuer, natürlich. Also das ist dann ständig auch was Unvorhersehbares da, weil man auf der Bühne steht, natürlich. Und das, ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen Abenteuerlust im Blut. Sie spielt einfach atemberaubend. Dabei war ihre erste Begegnung mit Musik eher zufällig. 1987 wird Tianhua Yang in Peking geboren. Als sie 4 Jahre alt ist, suchen ihre Eltern einen Kindergarten, der verkehrsgünstig liegt. Zufällig ist es der einzige Musikkindergarten der Stadt. Dort stellt die Klavierlehrerin ihr außergewöhnliches Talent fest. Die Eltern können sich kein Klavier leisten, schenken Tianhua stattdessen eine Geige. Und achten darauf, dass ihr Wunderkind auch regelmäßig übt. Ich war wie ein fleißiges Kind. Ich habe mit aller Mittel versucht, gegen das Üben zu wehren, mich zu wehren. Und meine Eltern haben alle möglichen Einfälle auch ausprobiert. Unter anderem zum Beispiel auch einen Einfall, dass die mich irgendwann gesagt haben, so, wir stellen dir einen Notenpult auf der Straße und mach deinen Geigenkasten auf, du kannst da üben. Da kommen die Leute und die hören dir zu und die geben dir vielleicht auch ein bisschen Geld. Das fand ich ganz toll. Eine Oma saß irgendwo dann nebenbei, um halt aufzupassen, dass keiner mich klaut. Und ich habe da meine ganzen Etüden drauf und runter geübt, hat nie Pause gemacht, weil ich dachte so, wenn man vor Leute spielt, muss man das ordentlich machen. Mit gerade mal 16 bekommt Tianhua Yang ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Beginnt ein Kammermusikstudium in Karlsruhe. Wie war das damals, als sie von Peking nach Deutschland kam? Als ich hier ankam, fiel mir nur einfach auf, dass es hier so unglaublich wenig Menschen gibt. Das ist eben mein erster Eindruck. Und das ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied für mich zwischen eben Peking und hier in Deutschland. Ein Leben zwischen Peking und Kassel, zwischen Vancouver, Straßburg und Berlin. Aufregend, aber auch anstrengend. Einfach ist so ein Beruf sicher nicht. Also das, glaube ich, würde auch alle Kollegen mir zustimmen. Man muss sehr viel aushalten können und man muss auch sehr viel dafür tun. Man muss auch bereit sein, auch über die Grenze zu gehen. Ich meine auch, was eben von physisch und auch psychisch her, dass man sicher auch einiges in Kauf nehmen müssen. Das ist kein schön Kuchen essen Leben, würde ich mal behaupten. Zurück in Berlin. CD-Aufnahme Johannes Brahms Doppelkonzert. An ihrer Seite der Cellist Gabriel Schwabe. Tianhua Yang hat schon mehr als 20 CDs eingespielt. Die 30-Jährige ist Perfektionistin, feilt bis zuletzt im Tonstudio an Feinheiten.
Es gibt da so viele verschiedene Möglichkeiten, ein Stück zu interpretieren. Das ist auch das Schöne dran. Und um sich zusammenzukommen, muss man natürlich aufeinander eingehen und aufeinander antasten und auch gemeinsam eine Interpretation dann finden. Das ist immer sehr spannend. Wenn man da zueinander findet, das macht das spannend. Also, dass man die richtige Mischung hat zwischen Übereinstimmung und auch dieses bisschen Reibung, was dazugehört, damit es ein spannendes Ergebnis gibt am Ende. Im nächsten Jahr kommt die CD heraus. Und wir sind gespannt darauf, noch ganz viel von ihr zu hören. Von Tian Wa Yang.